Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de/airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Amigo, ich grüße dich, Matthew Markic hier mit Smart Entrepreneur Radio und heute am Start ist Markus Meurer. Markus ist Unternehmer und digitaler Nomade. Er arbeitet aus der ganzen Welt, ortsungebunden, an seinen 18 verschiedenen Unternehmen und Projekten. Da ist von Webdesign Company, Bloom Delivery Service, der eigenen DNX Digital Nomad Conference, den Digital Nomad Coworking Camps in der ganzen Welt, bis hin zum Backpacking Travel Blog, dem eigenen Podcast und verschiedenen Investments, zum Beispiel in der Company Sugar Shape, die Unterwäsche für Frauen mit großen Cups herstellt, alles dabei. Nebenbei ist Markus immer gerne auch im Gym unterwegs, ist Rettungstaucher und beherrscht Krav Maga, den Kampfsport der israelischen Spezialeinheiten. Markus, bist du ready und hast du Bock? Absolut ready und pumped. Sehr, sehr geil, Mann. Wo bist du gerade? Erzähl mir gerade, wo du bist. Ich bin jetzt gerade in Bangkok angekommen vor 2 Tagen von Hongkong aus und hier ist richtig cool, hier ist schön warm, hier gibt's gutes Essen und haben auch eine geile Bude gefunden, eine Airbnb-Butze im 27. Stock und hier lässt sich ganz gut arbeiten, ja. Sehr, sehr geil. Ich habe gerade zwar ein sehr umfangreiches Intro zu dir gegeben, weil deine Vita auch einfach sehr umfangreich ist, aber erzähl mir doch trotzdem, was ich noch nicht zu dir erzählt habe, füll gerne irgendwelche Lücken auf und erzähl mir ein bisschen mehr von dir und von deinem Business. Ja, vielleicht mal was zu meinem Background. Ich habe jahrelang in Unternehmen gearbeitet, im Online-Marketing, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und das Besondere an der Selbstständigkeit, die ich führe, ist, dass, wie du eben schon sagtest, dass das Ganze ortsunabhängig ist und ich mich als digitaler Nomade bezeichne und von überall auf der Welt arbeiten kann. Darum ist jetzt gerade Bangkok. Letzte Woche war es dann Hongkong. Nächste Woche geht's nach Chiang Mai, das ist auch in Thailand, um danach wieder nach Gran Canaria zu fliegen, mit so einer Digital Nomad Cruise nach Brasilien zu gehen. Also es ist scheißegal, wo ich gerade bin. Hauptsache, ich habe gutes Internet und mein Laptop am Start. Und insofern ist das gerade mein Lifestyle und ist für mich die ultimative Freiheit auf allen Ebenen. Sehr, sehr geil. Das klingt echt fett. Du hast mir eben kurz in unserem Vorgespräch einmal kurz über Skype, so den Blick aus dem Fenster in die Big City Life Bangkok. Einfach nur krass, man, aus dem 27. Stock. Sehr, sehr fett. Echt sehr cool. Ich würde trotzdem jetzt, bevor wir eintauchen, so in den Digital Nomad Lifestyle, in all diese Dinge, die bei dir gerade passieren, würde ich gerne noch ein bisschen zurückrudern und würde dich gerne fragen nach einem Erfolgszitat. Hast du irgend so ein Mantra oder irgendwas, nach dem du lebst und was dich so begleitet auf deinem Weg? Ja, mein Mantra ist Live Life to the Max. Stark. Und das heißt aber jetzt nicht nur immer am Limit zu sein und so zu leben, als ob es keinen Morgen gibt und sich total zu wasten und die Megaparty zu feiern. Das heißt nämlich vielmehr auch für mich, lebe im Jetzt und sei achtsam mit dem, was gerade geschieht und häng nicht dem nach, was passiert ist und beschäftige dich nicht auch zu sehr mit der Zukunft, sondern das Ganze würde ich umschreiben mit Happy in the Now und Vision for the Future. Super stark. Da große Resonanz bei mir und bestimmt auch bei der ganzen Smart Entrepreneur Radio Family. Da fällt mir direkt so dieses Bild ein vom Auto, wo der Rückspiegel viel, viel kleiner ist, nicht ohne Grund, als die Frontscheibe, sodass man den Blick nach vorne hat. Und die Achtsamkeit gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da werden wir auf jeden Fall später noch drüber quatschen, wenn es hoffentlich so um Meditation und all diese Dinge geht. Aber vorher würde ich ganz gerne eine Geschichte hören. Ich wette, auf deinem Weg, vor allem durch die ganz vielen verschiedenen Teile dieser Welt, gibt's viele Stories und ich würde gerne eine hören, aber eine Story, wo es mal schwierig geworden ist. Offensichtlich läuft es bei dir, das klingt echt wahnsinnig spannend, die ganzen Projekte, die ganzen Dinge, die bei dir laufen. Aber gibt es einen Augenblick, wo es mal schwer für dich war, wo du es mal schwer hattest? Dann nimm uns mal wirklich mit in diesen Augenblick, in deine Schuhe, in dem Moment, wo du es schwierig hattest. In meiner Selbstständigkeit, meinst du jetzt, seitdem ich genau, richtig. Unterwegs so, bin. Richtig, so als in dieser Entrepreneurship-Reise. Mhm. Ja, ich glaube, so wie vielen anderen Entrepreneuren, fiel mir der Start auch ein bisschen
Nicht unbedingt schwierig, aber er war was hakelig, weil ich noch sehr geprägt war von der Corporate-Zeit in den, glücklicherweise in den Startups. Also es war schon ganz cool in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Aber letztendlich waren es immer noch Unternehmen mit irgendwelchen Strukturen. Und gerade in Deutschland beschäftigt man sich dann gerne mit AGBs, Visitenkarten. Klar. Also gerade wenn man sich selber selbstständig macht. Und das Allerwichtigste war für mich dann, fährt mein CEO-Titel da irgendwo drauf auf den Visitenkarten und haben irgendwie noch keine Website verkauft, aber haben schon mal 1.000 Euro für einen Anwalt hingelegt, nur um AGBs zu haben. Und irgendwie total sinnlos Kohle verbrannt, ohne richtig viele Kunden zu haben. Wir hatten einen Kunden, der war richtig fett, aber wenn der abgesprungen wäre, dann sähe es auch wieder zappenduster aus. Also gab es auch viele schlaflose Nächte und man hat sich selber immer hinterfragt, ist das denn cool, was du machst? Kann das zum Erfolg führen? Gerade in Deutschland ist man von mega vielen Bedenkenträgern umgeben, die dich da mehr oder weniger gern wieder in dieses System zurückziehen möchten. Bei vielen spielt auch so ein bisschen der Neid eine Rolle, dass es jemand wagt, an diesen Weg zu gehen. Insofern war es am Anfang schwierig. Man hatte auch noch nicht so das Netzwerk wie jetzt innerhalb der Szene zu anderen coolen Unternehmern, die das gleiche Mindset haben, die einen da pushen und fördern und vielleicht auch wieder hochziehen. Insofern war der Anfang ein bisschen hakelig, ich würde sagen das erste halbe Jahr, aber diese ultimative Freiheit oder die unternehmerische Freiheit hat es auf der anderen Seite wieder wettgemacht, das erste Mal nicht um Erlaubnis fragen zu müssen, bevor man irgendein Projekt startet, sondern einfach zu machen, das war auch einfach geil. Sehr, sehr cool. Ja. Was ich gerne aufgreifen würde, weil es eine sehr große Resonanz jetzt gerade bei mir hervorruft, ist dieser Satz einfach zu machen. Also ich kann das ganz genau, diese Gedankengänge, dass man sagt, okay, wir müssen die AGBs cool haben, wir brauchen die Visitenkarten, wir müssen all das Zeug ready haben. Und oft ist es wirklich viel, viel cooler und es spart vor allem ja Zeit und Geld und Nerven, wenn man einfach sagt, komm, wir starten einfach irgendwie erstmal, macht so irgendwelche Smoke-Tests, vielleicht wenn die Idee noch in den Kinderschuhen ist, macht man eine kleine Landingpage, schickt ein bisschen Traffic drauf und guckt erstmal, ob überhaupt das angenommen wird, was man vorhat, um zu schauen, was da geht. Geiles Buch dazu. Taucht immer wieder in der Show auf. Eric Ries, The Lean Startup, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Dass man also erstmal rausgeht und dann überhaupt schaut, was passiert. Und auch sehr, sehr cool fand ich so dieses Bild, dass du sagst, Mensch, und dann haben wir es dann einfach trotzdem irgendwie gemacht und sind einfach gestartet. Und das ist dann das, worum es geht. Und da der so die ultimative Freiheit zu suchen. Sehr, sehr fett. Ja, das kann man so ein bisschen mit vergleichen. Wenn du einmal springst von der Klippe als Entrepreneur, dann musst du schwimmen, ne? Sonst gehst du unter und bist tot und wirst gerettet und gehst dann wieder in einen Corporate Job und arbeitest ein bisschen einen neuen Puffer hast. Aber besser ist einfach zu schwimmen, zu strampeln, zu gucken, was passiert. Genau, richtig. Und ganz krass, wenn dir, das sage ich immer so, das ist jetzt ganz wichtig, gerade so für die jungen Smart Entrepreneur Radio Hörer, wenn dir der, in der Rückschau, der Anfang, so die Anfänge nicht so ein bisschen peinlich sind, dann hast du zu lange gewartet, weil der Start ist niemals perfekt. Also erstmal einfach rausgehen, gucken, was passiert, gucken, ob es eine Resonanz gibt und dann erstmal reagieren so auf das Echo im Markt. Geile Geschichte. Ich würde gerne noch eine Geschichte hören und zwar diesmal von einem Aha-Moment. Gibt's so den Million-Dollar-Moment, wo dir zum ersten Mal klar wird, wie die Dinge funktionieren? Ja, es gab einen krassen Aha-Moment auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich bin nämlich nachdem ich den Job gekündigt habe und meine kleine UG incorporated habe mit 500 Euro Stammkapital auf Reise gegangen mit meiner Freundin nach Thailand, die auch mal wieder ihren Job gekündigt hatte, weil sie total vom Reisevirus infiziert ist, aber immer wieder Kohle dafür braucht, dann 2 Jahre gearbeitet hat, gekündigt, gereist, angestellt, Geld verdient, gekündigt, gereist, angestellt, Geld verdient, immer so weiter. Und das kam dann irgendwie zusammen so und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch zusammen nach Asien. Und ich nehme meinen Laptop mit, um die ersten Ideen irgendwie aufzuschreiben. Eigentlich war die Idee ganz ordinär und klassisch, eine Agentur im Online-Marketing zu gründen und meine Dienstleistung dann in Berlin anzubieten. Und wollte dann von unterwegs überlegen, wie mache ich das Pricing, was für Produkte kann ich anbieten und wie genau stelle ich mich auf, Logo, Branding, Name etc. pp. Und von unterwegs irgendwann, nach 1 oder 2 Monaten waren wir auf den Philippinen, nachdem wir einen Tag im Sommer gewesen sind, schockt einen das ja auch nicht mehr, jeden Tag am Strand zu liegen und gar nichts zu machen. Dann fing es halt an, dass ich so einen Laptop raus, ein bisschen rumkonzeptioniert habe. Und irgendwie kamen die Dinge zusammen, dass ich gemerkt habe, dass ich mehr so der detailversessene
detaillierte Typ bin und nicht so das Big Picture sehe und meine Freundin genau das konnte, so hatten wir dann die Köpfe zusammengesteckt und es kam eins zum anderen, dass wir dann zusammen Business gemacht haben, beziehungsweise sie mir geholfen hat bei dieser Agenturgeschichte und wir dann von unterwegs quasi die ersten Kunden dann schon angenommen haben und gesagt haben, wir sind jetzt gerade in Asien unterwegs und das sind noch 4 Monate, aber eigentlich habe ich jetzt schon Bock zu arbeiten. Nice. Und so kamen wir dann irgendwie ohne es groß zu planen in diesen ortsunabhängigen Unternehmertum-Lifestyle rein. Damals noch als Freelancer, sprich als Dienstleister für andere. Wir haben parallel einen Reiseblog aufgesetzt, travelicia.de, von meiner Freundin, weil sie so viel Wissen zu diesem ganzen Backpacking-Bereich hat, dass sie den ganzen Content einfach mal in die Welt rausschreien wollte oder loswerden wollte. Und ich hatte die Expertise aus dem Online-Marketing vorher, aus meinen Jobs, so dass wir gesagt haben, okay, lass uns dann parallel noch einen Reiseblog starten, den aber richtig professionell von Tag 1 an. Es gibt nämlich leider in Deutschland noch nicht so viele mega professionelle Reiseblogs. Und ja, und der Aha-Moment war dann, als wir auf einmal so die ersten Affiliate-Einnahmen on the road noch gemacht haben. Ich glaube, es waren 3,86 € oder was, schieß mich tot. Und der erste Kunde, die Rechnung auch überwiesen hat, während wir noch am Traveln waren, ich glaube auf Bali oder Indonesien waren wir da in dem Moment, und dann uns nur angeguckt und gedacht, wie geil ist das denn, ey? Das ist ja der Wahnsinn. Und ja, seitdem haben wir dann mega Feuer gefangen für dieses von unterwegs arbeiten, haben geguckt, gibt's da schon andere Menschen, haben uns dann connected. Aber das war halt so der fette Aha-Moment, dass wir von unterwegs ein bisschen was versucht haben, hatten eine Vision und dann kommt aber so der erste Sale rein und ist so, ey, yeah, bingo, high Alter, five. Geil, ich sehe euch da am Beach und die Kasse klingelt jetzt crazy, man. Sehr, sehr cool. Sehr nice Aha-Moment. Wo ich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen würde, wo ich noch ein paar mehr Takeaways destillieren würde, ist bei dem, weil offensichtlich kennst du aus der ganzen Welt digitale Nomaden, Menschen, die das tatsächlich wahr machen, die Beach Money verdienen, die von überall her arbeiten, ortsungebunden, die da diesen Traum tatsächlich wahrgemacht haben. Gibt es da ein Muster? Haben diese ganzen Leute, haben die so eins gemeinsam? Gibt es ein Muster, was du jetzt erkannt hast über die Zeit, wo du sagen kannst, ja, die haben aber alle eins gemeinsam und das ist die Fähigkeit oder der Charakterzug XYZ, weil den würde ich gerne hören, einfach um ihn dann zu übertragen und ihn für meine Hörer so zu destillieren, dass sie das für sich auch entdecken können? Also erstmal komme ich nicht ganz so auf den Begriff Beach Money klar, weil wir sind zwar manchmal am Beach, auch mit dem Laptop in der Hand, das aber immer nur, wenn die Presse ein Foto haben will von uns digitalen Nomaden. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir meistens Coworking Spaces oder jetzt hier in der Airbnb-Butze oder mal in Cafés oder so. Aber am Beach, das funktioniert nicht so gut, ist auch nicht cool und ist sandig und wenn der Laptop runterfällt, macht irgendwie auch keinen Bock. Aber klar, die Medien, ich meine, man muss ja ein gewisses Bild transportieren, damit es irgendwie auch ankommt oben. Was machen die eigentlich? Okay, die arbeiten an den geilsten Orten der Welt, dann ist das meistens der Beach am Strand. Aber so richtig praktikabel ist es nicht. Und um jetzt darauf zu kommen, was alle erfolgreichen digitalen Nomaden vereint, ist, glaube ich, dass man gerade, wenn man als Unternehmer auch noch unterwegs ist und an den geilsten Orten der Welt abhängt, sich extrem fokussieren können muss und wissen muss, wofür man das tut und Prioritäten setzt und dann auch fokussiert arbeitet oder auch mal Sachen in Kauf nimmt, wie den Wecker zu stellen um 2 Uhr nachts, weil du in verschiedenen Timezones bist. Also wir haben jetzt hier 20:40 abends, habe ich dir gezeigt, gerade die Skyline und 15, in Deutschland ist glaube ich 20... Ja, 15:40 Uhr, so ist der Klassiker. Thailand ist zum Beispiel jetzt ziemlich cool, weil ich bin vor der Zeit, vor den Deutschen oder vor Europa, sogar noch vor den Amis. Und man kann dann halt viel weghauen und geht pennen und danach hat man wieder die Sachen auf dem Tisch und kann wieder quasi in Vorsprung gehen. Ein bisschen blöder ist, wenn du dann in Brasilien unterwegs bist oder in Kolumbien, wo wir jetzt letzten Winter waren, so dann bist du halt immer so ein bisschen hinter der Zeit. Also das sind Sachen, auf die man sich einstellen muss. Und dann bist du halt nicht der typische Backpacker, auch wenn man manchmal in ein Hostel einchecken muss, gerade am Anfang, wenn man nicht so viel Kohle hat, ist man dann mit diesen Party-Backpackern unterwegs, die lange gespart haben und dann krass saufen und weggehen und du musst halt dann da sitzen bleiben und an deinem Business arbeiten. Das fällt auch nicht jedem ganz leicht. Und was irgendwann dann kommt, an einem bestimmten Punkt, brauchst du auch eine gewisse Struktur und Routine. Auch wenn das erstmal so ein bisschen komisch klingt, gerade vom digitalen Nomaden, der ausbrechen will aus dem System und die ultimative Freiheit sucht, hilft es total, wenn du gewisserweise deinen Tag strukturierst. Und ich bin auch ein totaler Freak, was so das Thema Selbstoptimierung angeht und Habits und Routinen, um da reinzukommen. Und das vereint eigentlich alle erfolgreichen digitalen Nomaden, die ich kennengelernt habe,
ich glaube, 90% von denen meditieren zum Beispiel täglich. Krass. Tust du auch? Ja. Jeden Morgen mit der Headspace-App. Headspace, ich auch. Also ich bin absoluter Headspace-Addict. Und das taucht jetzt immer wieder in den Shows auf. Und wir hatten letztens noch in der letzten Folge, haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn die ganze Welt meditieren würde, gäbe es keine Kriege mehr. Und wir müssen eigentlich wirklich schauen, dass wir so die Meditation promoten. Und vor allem Headspace, Andy, ganz, ganz, ganz großes Ding. Also Riesenecho hier bei mir und bei der ganzen Smart Entrepreneur Radio Family für Meditation Habits. Absolut, ey, und das ist ja wirklich so, wenn ich dann aus der Session rauskomme, mittlerweile bin ich bei 20 Minuten angekommen, man ist da wirklich viel weicher und softer zu seiner Umwelt und einfach im Flow und cool und nice und ich meine, das ist ja so ein bisschen der Butterfly-Effekt und du strahlst das dann wieder auf die anderen Menschen aus und schenkst dem Lächeln und der geht nach Hause und behandelt seine Ehefrau gut und die ist dann happy und ruft ihre Mutter an und wie du gerade schon sagtest, wenn die ganze Welt einfach irgendwie ein bisschen relaxter, gechillter, fröhlicher durchs Leben gehen würde, vielleicht auch durch Meditation, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort und es gäbe keine Kriege mehr. Amen. Headspace packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und hoffe, dass die Hörer der Empfehlung folgen. Nächste Frage. Ich würde gerne wissen, gibt's bei dir gibt's so den Entrepreneur-Moment bisher, so dein größter Unternehmer-Moment? Gab's den schon? Ja, wobei jetzt echt ziemlich viel passiert ist in den letzten 2 Jahren. Das ist manchmal wie so ein Rollercoaster-Ride, also nach der Achterbahnfahrt und manchmal, ich mache Business mit meiner Freundin zusammen, manchmal schauen wir uns dann an und schütteln den Kopf, können gar nicht fassen, was jetzt schon wieder passiert ist. Bin beispielsweise jetzt gerade in Bangkok, um eine Location zu scouten für unser zweites internationales DNX Global Event. Das heißt, das wäre das erste Event, was wir dann außerhalb von Deutschland aufziehen. Wow. Und für mich der größte, unternehmerische Moment bis jetzt war am 1. August diesen Jahres im Sommer in Berlin, als ich im Heimathafen Neukölln vor 450 Leuten die erste internationale Digital Nomad Conference eröffnet habe, wo wir Teilnehmer aus 37 verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt am Start hatten. Grandios, Glückwunsch, Mann. Sehr, sehr geil. Ja, das ist schon ein krasses Gefühl. Auf der anderen Seite, wie du merkst, lässt uns das jetzt irgendwie auch nicht zufrieden irgendwie an den Strand setzen und Cocktails trinken, sondern ganz im Gegenteil, wir sind auch so on fire, gerade dieses Entrepreneurial Fire, dass da, glaube ich, noch viel mehr kommen kann und auch kommen wird. Auf welches deiner Projekte hast du gerade richtig Bock? Weil ich meine, offensichtlich passiert extrem viel. Ich habe es in der Intro schon gesagt, es gibt irgendwie 18 verschiedene Projects, wahrscheinlich sogar noch mehr, die gerade gleichzeitig laufen. Aber gibt es ein Passion-Project, gibt es so ein Ding, wo du gerade richtig Bock drauf hast? Auf jeden Fall die internationalen Projekte. Ich habe ja gerade von der Global gesprochen. Die kommt jetzt, wenn alles funktioniert, sieht ganz gut aus. Also wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier ein paar Locations an. Die kommt dann im Februar 2016. Wir haben aber auch im Sommer diesen Jahres den X-Camps gestartet. Das sind Co-Living und Co-Working-Camps in den geilsten Orten der Welt, wo wir dann 10 bis 15 like-minded People als Digital Nomads, also ortsunabhängige Unternehmer aus aller Welt zusammenholen, um dann zu co-worken, aber auch um in Lissabon war jetzt das letzte Camp, um zusammen surfen zu gehen, um zusammen zu feiern, um Party zu machen, aber auch Mastermind-Sessions haben wir gemacht. Wir haben Leute eingeladen, lokale Entrepreneure, die dann Talks gegeben haben. Wir haben Workshops gemacht, wir haben spontane Breakout-Sessions gemacht und ich glaube, jeder ist da irgendwie rausgekommen und hat zum einen sein Business auf ein neues Level heben können und zum anderen auch total feste Peers schließen können mit den anderen Teilnehmern. Und das ist auch so ein Leidenschaftsprojekt, so ein Herzensprojekt, das auch aus dem Wunsch heraus entstanden ist, dass, wie gesagt, wir reisen immer und sind an den coolsten Orten der Welt. Warum versuchen wir nicht noch und haben ein großes Netzwerk, versuchen wir nicht noch coole Leute irgendwie zu gathern und mit uns zusammen dann abzuhängen und zu arbeiten und eine coole Zeit zu haben. Und das haben wir in diesem Sommer gekickt oft und das erste haben wir in Tarifa gemacht, in Südspanien das erste Camp. Danach waren wir in Lissabon. Und jetzt im Dezember ist das nächste in Brasilien und dann in Koh Lanta, Thailand und auf Bali. Also das geht auch gut ab, neben den DNX Globals. Also ich würde sagen, das sind so die beiden krassesten Herzensprojekte, die gerade laufen. Killer. Also wenn es jetzt irgendjemanden gibt, der aus den Smart Entrepreneur Radio Amigos, der sich angesprochen fühlt, der auch Bock drauf hat, ich packe auf jeden Fall DNX Global und die DNX Camps, die packe ich alle in die Shownotes, sodass es da auf jeden Fall weitergeht. Sehr, sehr cool. Wir steigen ein in so eine Quick Q&A Session. Kurze Fragen, schnelle Antworten für maximalen Wert in kürzester Zeit. Bist du ready? Yes. Was hat dich anfangs davon zurückgehalten, ein Entrepreneur zu werden?
Fehlendes Selbstvertrauen. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast? Mach es einfach. Sehr geil, haben wir eben auch schon mal gehabt, sehr, sehr fett. Und taucht auch immer wieder auf, wirklich sehr cool. Gibt es eine, wir haben eben schon über Meditation gesprochen, Headspace, aber gibt es so eine Daily Routine, vielleicht die ersten 60 Minuten deines Tages, die mit verantwortlich ist für deinen Erfolg? Absolut. Ich habe da die App CoachMe, die mir da hilft, und ich habe voll eine Routine. Ich stehe immer mit dem Sonnenaufgang auf. Mittlerweile muss ich mir auch gar nicht den Wecker stellen. Ich merke das irgendwie, wenn die Sonne aufgeht, egal wo ich bin. Und mache dann als erstes mein Bett. Das ist so eine coole, so eine coolen Task, den man so als erstes erledigt, der nicht viel Arbeit macht, aber der Tag fängt schon mal gut an, weil du was geschafft hast, weil du irgendwas erfolgreich erledigt hast und sei Bett machen. Stehe dann auf, mache mein 7-Minute-Workout, das ist ein funktionales Training mit so einer App. Gehe dann für 20 Minuten für das Gratitude Journal aus, das heißt 5-Minute-Journal, wo man bestimmte Fragen zum Thema, wofür bist du dankbar, was sind die wichtigsten Tasks des heutigen Tages und Daily Affirmation Task ausfüllst. Und da fange ich an, mir mal Frühstück zu machen, habe auch immer einen Shaker dabei, wenn ich unterwegs bin, mache mir also gerne so grüne Smoothies mit Früchten noch drin oder Nüssen oder Chiasamen und setze mich dann an den Rechner, um den MIT, den Most Important Task, zu starten. Wow, echt krass, riesiges Echo, weil da diese Tage, den kannst du fast über meinen legen, beziehungsweise die ersten 60 Minuten, und es ist extrem ähnlich, also sehr, sehr geil. Also da haben wir ganz, ganz große Schnittmenge. Und auch an dieser Stelle, also gerade so wegen den Routines, große Empfehlung an die Smart Entrepreneur Radio Hörer: Start with a win, das Bett machen und dann die Routines einfach nur ablaufen, sodass auch die Entscheidungskraft und die Entscheidungsstärke und auch die Willensstärke geschont wird, dass die ersten Dinge, die wichtigen Dinge absolut auf Automaticity ablaufen. Sehr, sehr geil, Riesenecho, fett. Danke dafür. Absolut. Ganz wichtig ist auch nicht, in den Social Account zu gehen oder eine E-Mail zu checken, weil dann bist du verloren. Das funktioniert einfach, dieser Algorithmus bei Facebook, und bin irgendwann in diesem Red Hole gefangen und ganz woanders als da, wo du eigentlich hättest sein müssen, gerade am Anfang des Tages, wo die Willpower noch auf 100% ist. Sehr, sehr geil. Also am Anfang des Tages aktiv und nicht reaktiv. Wir sprinten und wir tanzen nicht, wo man einfach nur auf irgendwelche Tanzschritte reagiert, sondern machen selber die Dinge und callen selber die Shots. Lass uns über Bücher sprechen. Was liest du gerade oder was würdest du gerne empfehlen? Ein Buch hast du gerade schon empfohlen, das Lean Startup Prinzip. Ist ein sehr cooles Buch, was ich empfehlen kann. Ansonsten lese ich eigentlich nicht so viele Bücher, sondern schaue mir eher so die Zusammenfassung auf YouTube an. Oft auch gerne im Sketch-Modus. Und ja, eigentlich da alles vom The $100 Startup über Fast Lane Millionaire. Ja, alles, was da so aufpoppt. Zwei geile Dinger, also $100 Startup und The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco, definitiv zwei Granaten. Und jetzt ganz kurz, ich musste aufhorchen bei, ich schaue mir die Summaries bzw. die Zusammenfassungen auf YouTube an, teilweise auch als Sketch. Gibt es da einen Channel, den du empfehlen kannst? Ja, es gibt zum einen deutschen Channel, der heißt Die 5 Ideen oder so. Das kann ich dir aber später nochmal durchgeben, dass wir die in den Keynotes korrekt verlinken. Super. Und den Ami-Channel, den suche ich dir auch nochmal raus. Das ist echt cool, wenn du das ganze Buch als Zusammenfassung kriegst. Du sparst richtig viel Zeit, um nur die wichtigsten Erzählungen daraus zu holen. Und kannst du dann aber nochmal visualisiert bekommst. Also bei mir bleibt das dann viel mehr haften. Und wenn ich dann an das Buch denke, habe ich direkt diese Bilder vor Augen und kann das mega schnell zusammenfügen. Mega fetter Hack. Also Riesenecho hier, echt fett. Letzte Frage, aber die geht steil. Du wirst morgen früh wach, irgendwo im Nirgendwo. Das bist du gewohnt, aber das ist jetzt egal. Du hast nur Laptop und Internet. Was machst du in den nächsten 30 Tagen? 1000 Euro Laptop, Internet. Nächste 30 Tage. Was machst du, Markus? Und ich habe zu essen und zu trinken, oder? Yes. Okay. Ich würde anfangen zu hustlen und eine Community aufbauen. Cool. zu meiner Leidenschaft, zu meinem Thema, sei es Sport, sagen wir mal, ortsunabhängiges Arbeiten habe ich ja jetzt gemacht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal von neu anfangen müsste und jetzt das Thema, weil ich da Experte bin, darf ich jetzt nicht nochmal besetzen, würde ich zum Beispiel versuchen, in diese ganze Kampfsportgeschichte reinzugehen. Du hast ja eben schon gesagt, dass ich Krav Maga mache. Ich mache auch regelmäßig MMA, ich mache Muay Thai, ich mache Kickboxen. Und das wird, glaube ich, immer populärer. Und da zu versuchen, was professionell auf die Beine zu setzen, weil für den deutschen Markt gibt es da bisher relativ wenig. Love it. Sehr nice. Gibt es ein
Lieblingslied, was dich jetzt so begleitet auf deinen ganzen Reisen oder was vielleicht sogar für diesen ganzen Megatrip irgendwie steht? Hast du so einen Lieblingssong? Den packen wir dann als YouTube-Link in die Shownotes, wenn es den gibt. Nee, gibt's nicht. Ich höre ehrlich gesagt relativ selten Musik. Ich höre, wenn dann Podcasts oder Bücher. Nice. Podcast eigentlich eher. Ein Lieblingspodcast, außer deinem eigenen Lifehacks-Podcast, den ich auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes packe? Ja, auf jeden Fall der Klassiker von Tim Ferriss. Absolutely. Und ansonsten Smart Passive Income von Pat Flynn finde ich ziemlich cool und den Rich Roll Podcast. Nice. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Dann würde ich ganz gerne, bevor wir das hier abschließen, würde ich gerne wissen, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und noch so einen letzten smarten Rat, bevor wir das hier abschließen. Am besten über meine Website www.markusmeurer.de. Markusmeurer.de. Da ist so ein bisschen mein Background, meine Story verlinkt, all meine Projekte und von da kommt man dann auch auf die anderen Businesses, die ich so am Start habe. Perfekt. Und der letzte smarte Rat oder das letzte smarte, dein parting piece of guidance, was du gerne uns hier mit auf den Weg geben möchtest, bevor wir auseinandergehen. Ja, immer bewusst zu machen, du hast nur das eine Leben und es macht irgendwie keinen Sinn, 40 oder 50 Jahre für irgendwas zu arbeiten, wo du dann im besten Fall 10 oder 15 Jahre Zeit hast, das zu genießen und die Frage ist dann, ob du es dann wirklich noch genießen kannst. Von daher lebe mehr im Jetzt, ohne dich selber irgendwie zu wasten, sondern mach coole Sachen, sei kreativ, kreiere Content und haus raus in die Welt, weil die Welt wartet nur darauf. Wow, druckreif, Alter. Sehr, sehr geil. Da machen wir den Deckel drauf. Smart Entrepreneur Radio und ich verneigen uns zu dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Stories, für die Erkenntnisse. Alles Gute nach Bangkok und hoffentlich bis bald, mein Lieber. Gerne. Danke für die Einladung. Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/news in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab 3 Dollar. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung. Am iPhone unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.